Damit begrüße ich euch zu einer allerersten Folge vom Train Sim World 2. Ja, wir fangen endlich mal mit dem Spiel an. Wie man das schon auf dem Kanalbanner hätte sehen können, das baldige Let's Play. Jetzt ist es soweit, jetzt starten wir mal mit dem Spiel. Einfach weil ich so eine geile Grafikhure bin und ich das Spiel von der Grafik her nicht schlecht finde. Ich muss sagen, ja, früher fand ich das Spiel scheiße. Da habe ich lieber Train Simulator gespielt. Habe ich ja auch Let's Played, ne? Da könnt ihr gerne mal auf die Playlist mal gucken auf meinen Kanal. Und ja, jetzt fange ich mal mit Train Sim World 2 an. Mal gucken, wie das bei euch ankommt. Und ich habe da mal was Schönes vorbereitet. Nämlich auf meiner Heimatstrecke. Ja, Dresden und Leipzig. Der RE50. Und ich habe da noch was vorbereitet. Nämlich, wenn ich jetzt mal an meinen Lautstärkeregler drehe hier. Ja, da hab ich Ansagen von YouTube. Die lasse ich mal nacheinander abspielen. Und ja, das machen wir. Genau. Würde ich sagen, wir fangen mal. Oder ich habe ja schon mal angefangen zu spielen. Wir fangen aber mal mit dem Falschfahrer weiter an. Und gucken, was uns heute erwartet. Wird eine Weile gehen, aber ja Gott, dann ist es halt so. Wird da schließlich auch wieder eine Premiere sein. Jo. Falschfahrer. Schön in der Hamsterbacke. Talent 2. Guten Morgen, heute fahren Sie die Linie RE50 nach Riesa. Derzeit werden Wartungsarbeiten auf der S-Bahn-Strecke durchgeführt. Was bedeutet, dass alle S1-Züge auf die Regionalexpress-Linien umgeleitet werden. Die Strecke ist voller als normal sein. Also wird voller als normal sein. Also schön auf Signale achten, wie wir es kennen. So, genau. Also wieder ein bisschen Anleitung. Einen habe ich lange nicht mehr gespielt, das Spiel. Deswegen hoffe ich mal, dass wir heil am Ziel ankommen werden. Türen für entriegeln. Ja, ja. So, dann muss ich kurz überlegen. Richtungswender ist vorne. Bremsen können wir schon mal lösen. Aufstehen können wir mal. Und sowas wie Siva und PZB mal einschalten. Das müsste es gewesen sein, ja. Und können wir auch schildern eigentlich? Ach ne, hat er schon. Das ist ja gut. Gut, dann Türen verriegeln. Ich muss noch mal, kurz in die Tastenbelegung gucken, weil ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Y war das. Statt dass ich da immer... Ach, wisst ihr was? Ist jetzt auch egal. Machen wir es halt einfach so. In der Zeit loszufahren. Aufgrund der Instandhaltungsarbeiten müssen sie von Radebeul bis Coswig im Gegengleis fahren. Ja gut. Ist ja egal. Hauptsache los geht's, ne? Ach ja, Zuglichter. Gut, ne, ist schon okay. Ja, ja, ich weiß, wie es geht. Los geht's. Schon mal das erste abspielen lassen. Wir begrüßen Sie recht herzlich im Saxonia Express zur Fahrt nach Leipzig Hauptbahnhof über Dresden-Neustadt, Coswig, Riesa, Oschatz, Wurzen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Gut. Schon ein bisschen leise, ne? Aber das ist auch schön. Dann können wir uns besser unterhalten. (lacht) 60. Ich sag jetzt einfach nicht, wann ich die Ansagen abspiele. Ich mach's einfach. Ich habe da schon
ein bisschen geübt, wenn man so will. Gucke ich mal, wann ich das abspiele und so weiter. So, hier rechts haben wir die S1 und S2 Strecke. Die S1, das ist, das war gerade eben die S2, die fährt bis zum Dresdner Hauptbahnhof, beziehungsweise nach Pirna. Nächster Halt, Dresden Mitte. Zugang zum Kongresscenter Dresden und zur Messe Dresden. So, genau, S2 und Flughafen, Dresden Flughafen. Und die, oh, wir können 80 fahren. Und die S1 bis nach Meißen. Ich finde halt schade, dass die Strecke gibt zwar auch schon im Train Simulator, aber ich finde es schade, dass die halt wirklich nur bis Riesa gehen, statt bis nach Leipzig. Das wäre schön gewesen, aber da fährt man halt auch über eine Stunde, also über anderthalb Stunden mit dem Saxone Express schon. Überlegt mal. Bin ich ja selbst mit dem Auto schneller. Dann fahre ich eine Stunde auf der Autobahn, dann bin ich da. Oh Gott, das ist verbremst. Ja, der erste Halt ist schon mal für den Arsch. Sollen wir trotzdem die Türen aufmachen? Naja, einfach machen. Einfach die Türen aufmachen. Wir können nochmal aussteigen. Ja, das ist Entschuldigung, Leute, das ist ja Fehlalarm. Oh Gott, mein Nacken. Ach Gott. So. Komm. So, nächster Halt, Dresden-Neustadt. So, jetzt muss man wieder die Bremsen lösen. Das kann erstmal eine Weile dauern. Wieso haben wir das nicht gleich so gemacht? Na los. Jetzt, geht doch. Ja, weiter. Jetzt. Wir werden so mies zu spät kommen jetzt. Oh, dann geben wir ein bisschen mehr Leistung hier. Ja, noch eine S2. So, nächste Ansagen. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Dresden-Neustadt. Sie haben folgende Anschlüsse: RB 33 nach Königsbrück über Dresden-Klotzsche um 15.33 Uhr von Gleis 4. S1 nach Meißen-Triebischtal über Coswig, planmäßige Abfahrt 15.37 Uhr, heute voraussichtlich um 15.42 Uhr von Gleis 1. RB 61 nach Zittau über Dresden-Klotzsche um 15.42 Uhr von Gleis 3. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ah, komm, wir können weitermachen. Nächster Halt, Dresden-Neustadt. So, das ist der zweitgrößte Bahnhof in Dresden und natürlich auch ein zentraler Umsteigepunkt. Natürlich werde ich wieder aussteigen, ist klar.
So, jetzt noch ein bisschen Fotos machen. Schön. Wir können auch abkürzen. Haha. Zack. Weiter jetzt. Da ist die S1. Jetzt kommt eine schöne Kurve. Die ist wirklich sehr schön. Genau. So, rechts neben uns wieder die S-Bahn-Strecke. Da fahren gerade welche, ja. Erstmal gucken, was für ein Deutsch ich nehmen soll, ne? So, jetzt haben wir nochmal den RE50. Gegenkurs. Ganz schön viel Betrieb hier, ne? So, aber wir dürfen jetzt 100 fahren oder 160 gleich. Das heißt, wir ziehen die S-Bahn erstmal ab. Ah ne, da vorne musst du ja eh wieder halten. Volle Pulle. Voilà. Tschüss. Das ist mal volle Konzentration hier. Bin ich der Einzige, der das hört, dass hier irgendwas knistert, oder? So, 160 haben wir erreicht, aber wir sollten schon mal bremsen, weil da vorne ist nämlich wieder 50. 2 Kilometern. Ja, lieber ein bisschen mehr. Wegen der PZB. Oh, jetzt nieselt es auch noch. Super. Genau das, was wir jetzt brauchen. So, da haben wir die S2 gehabt. Ne, die S1. Mit dem kurzen sogar. Aber den Rest können wir jetzt rollen. So. Ah, zu schnell. Aber das verstehe ich nicht. Hier sind 50 erst ein paar, laut Signal sind jetzt schon. Naja, egal. So, die nächsten Ansagen können wir schon mal machen. Nächster Halt, Radebeul Ost, Karl-May-Museum. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Übergangsmöglichkeit zur Schmalspurbahn in Richtung Moritzburg und Radeburg. Genau, wir haben nämlich auch noch eine Schmalspurbahn. Ganz schick. Mit einer alten Dampflok. Auf jeden Fall auch Touristensehenswürdigkeit wert. Muss man einfach mal kann man einfach nicht anders sagen. Muss man mal gemacht haben, wenn man hier ist.
So. Ja, wieder ein bisschen zu weit, aber... Aber es geht. Na gut, dass ich hier nicht schlecht aussteigen kann. Warte mal, was steht dort? Was steht dort? Ja, gut. Eine Minute. Aber dass man sowas gleich anzeigen muss. Frechheit. Deutsche Bahn halt. So, Coswig ist der nächste Halt. Aber ehe wir dort sind. So, volle Möhre. Ich glaube, der Zug hat sogar ein Tempomat. Da muss ich dann mal gucken, wo der ist. Da macht er nämlich alles easy von alleine. Ne? Da ist es so. Dann können wir hochprügeln auf 120, glaube ich. So, das hält er jetzt. Es war erstmal nichts mehr machen, außer ich sie war. Normalerweise würden wir ja links von der Strecke fahren. Das ist ja immer noch S-Bahn-Strecke hier. Ich guck mal, ob es wieder so eine Vorheransage gibt beim nächsten Halt. Ja. Gut. Ja, die können wir doch eigentlich jetzt schon machen. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Coswig. Sie haben folgende Anschlüsse. S1 nach Meißen-Triebischtal über Neusörnewitz. Planmäßige Abfahrt 15.56 Uhr. Heute voraussichtlich um 16 Uhr von Gleis 1. S1 nach Schönau über Dresden-Neustadt um 16 Uhr von Gleis 3. RE15 nach Hoyerswerda über Roland um 16.07 Uhr von Gleis 2 am selben Bahnsteig. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Toll. Weil ihr euch selber die Ansagen irgendwie anhören wollt, dann gebe ich euch natürlich auch einen Link in die Videobeschreibung von dem Zeug, was ich hier abspiele. Oder ihr habt es ja schon gesehen. Oh Gott, bremsen. Bremsen. Warum denn jetzt schon? Nehmen wir auf 80 runter. Wieso sollte ich jetzt hier bremsen? Kann mir das mal einer verraten?
Ach ne, wir bauen die ganze Zeit richtig auf der Strecke. Okay, das wusste ich wiederum nicht. Aber wir fahren ja trotzdem immer noch im Gegengleis. Und da fahren wir halt 80, mir egal. So, können wir das schon mal machen wieder? Nächster Halt, Kusswig. Also ich fahre ja nicht oft mit dem Zug bis nach Leipzig, ne? Aber ob das wirklich stimmt, dass wir jetzt ständig auf dem richtigen Gleis gefahren sind, weiß ich nicht. Weil die sagten ja irgendwas im Gegengleis fahren. Aber wo? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das stand bestimmt auch dort. Super. So, das ist auf jeden Fall die... Ist das die S-Bahn? Können wir gleich mal gucken. Und wieder fett verbremst. Ey, der bremst ja gar nicht, ey, das ist doch... Schmutz. Egal. So. Halt, bleibst du mal stehen? Doch, das ist der... Saxonia Express gewesen. Ja gut, die erste Tür, aber sonst passt es doch. Beschwert euch mal nicht. Zack. Komisch, dass jetzt keine Ansage kam von wegen, wo der Ausstieg ist, ne? Vielleicht kommt das bei der nächsten. Volle Möhre. 120. Wie bis jetzt immer auch, ne? Können wir ja eigentlich... Ah ne, das lohnt sich nicht. Ne, ne, ne. Irgendwie ne. Ich finde es auch schön, dass die Punkte, die AP-Punkte hier, dass du eigentlich nur Pluspunkte kriegst und keine Minus. Nicht so wie beim Train Simulator. Wenn du mal zu schnell bist oder verspätet bist, das ist halt nicht so hart gesehen hier. Das ist dann quasi auch nochmal so eine Motivation, ey. Ne? Statt wie beim Train Simulator. Ah, scheiße, ne? Wieder nur Minuspunkte. Ich bin im Minusbereich, ne? Kann ich mich noch gut an dem ICE erinnern. Immer mal einen Train Simulator gefahren sind. Das war auch geil. Was die da von mir erwartet haben. Nächster Halt, Weinböhla. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Aha, jetzt kam's. Ups. Da war der nächste Gang schon.
muss man ja draußen hinstellen. Oh, perfekt gehalten, ey, also. So, ja gut, das reicht. Jetzt muss ich doch gucken, was diese verkackte Tastenbelegung ist. Shift? Nee. Steuerung? Nee. Irgendwas mit Y. Türen links öffnen, schließen. Türen rechts öffnen, schließen. Also U. Okay. Dann ist es U. U? Ah. Schön hier, ne? Wir sind immer noch eine Minute zu spät. Das geht ja noch voll klar. Würde ich jetzt mal sagen. Düster weg. So, da können wir eigentlich schon mal das nächste machen. Und zu groß beschleunigen brauchen wir auch nicht, weil ist schon der nächste Bahnhof gleich da. Nächster Halt, Niederau. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Gut zu wissen. Viel zu zeitig gebremst. Na egal. Und zwar viel zu spät gebremst. Na super, schön wieder. Nein, keine Notbremse. Ey, der bremst. Bin ich ja bei Max-Bremse schneller. Warum wir nicht bis vorgefahren sind, verstehe ich auch nicht. Nicht eigentlich rausgucken will ich, so. Die Sounds sind so herrlich. Wir können uns mal zur Schranke vorstellen. Schon super beobachten hier. Mal gucken, wann die hochgehen. Auf zu hupen, du Arsch! Sieht schön weg. Ja. So, jetzt sind wir natürlich in der Steigung. Das heißt, es dauert noch länger, bis der aber auf Geschwindigkeit ist.
Jetzt können wir wieder den Tempomaten nutzen hier. Priesterwitz gibt es wieder eine Voransage. Nicht, dass ihr euch dann gleich wundert. So, 120, zack. Jawohl, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Was ist denn das? Freigeschaltet, talentiert. Ja, super, geil. Warum mal nicht? Können wir eigentlich mal speichern hier. Man weiß ja nie. Normalerweise fährt der Zug eigentlich alle einer Stunde. Von Dresden nach Leipzig. Beziehungsweise zurück. Also der fährt im Stundentakt. Auch noch eine interessante Info zu wissen, ne? Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Priesterwitz. Sie haben folgenden Anschluss: RE15 nach Hoyerswerda über Roland um 16.20 Uhr von Gleis 2 am selben Bahnsteig. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ja. Guckt euch mal die Landschaft an, ne? Schön. Auch wenn hier nichts steht, schön. So, da haben wir ein paar Dörfer hier rechts und links. Priesterwitz ist ja auch ein kleines Dorf. Genauso wie Niederau, wo wir vorhin waren. Aber die Leute, die auch mitten an der Bahnstrecke wohnen, ich weiß nie. Also da möchte ich freiwillig nicht wohnen. Könnte ich mich gar nicht dran gewöhnen. Sagt der, der in der Nähe einer Autobahn wohnt, ja. Aber trotzdem. Also wenn es eine Schallschutzmauer oder so. Das geht ja noch. Daran kannst du dich gewöhnen, aber direkt neben dem Zug ohne alles, ne. Oh, schöner Bach. Hier links. Ne, das ist eine Straße. Oh Gott, ich dachte, das wäre ein Bach gewesen. Wie Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Straße. Ah ne, ich warte noch lieber. Ach komm, können wir jetzt machen. Nächster Halt, Priesterwitz. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. So, nach Priesterwitz ist bloß noch zwei Stationen und ich sollte mal anfangen zu bremsen, ja Gott.
Ja, passt doch. So, dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit gut gemacht mit dem späten Bremsen, ne? Wird wieder fleißig gebaut irgendwas, ne? Wie man es nicht anders kennt. Was ist das hier eigentlich? Hätten die scheiß Dinger daran anstoßen sollen, diese dritten Stufen? Das würde mich mal interessieren, aber welcher Zugfahrer hält bitte so genau? Also, muss doch auch eine Kunst sein. Ah, wir können uns mal auf die Brücke oben stellen. Das können wir mal machen hier. Auf die Brücke hoch. Hier steht keine Verspätung, Mann. Wir sind pünktlich, Leute. Guckt euch das mal an. Jetzt können wir sogar warten. Ja, warten. Ich hasse warten. Ja, nee, lieber hoch. Hm. So. Türen zu erstmal. So 10 Kilometer noch bis Nünchritz. Super. So muss sein. Aber da können wir doch wieder den Tempomat nutzen. Da können wir sogar 130 gleich fahren für ein Stück. Sieh an. Eigentlich auch eine Fahrgastansicht irgendwie irgendwo? Nee. Schade. Dazu müssten wir aufstehen, aber das mache ich nicht. Das ist aber auch interessant hier, ne? Diese. Was ist das hier eigentlich? Siefer. Ja, wir können jetzt erstmal gleich schneller fahren hier. Das verstehe ich jetzt auch ganz nicht. Güterzug. So, 130.
Die 10 km/h, ne? Die machen es halt auch. Nee, ist klar. Na, ob wir da pünktlich ankommen? In 2 Minuten? Okay, ist gleich wieder 120. Wir sollten schon mal bremsen. So, was haben jetzt die 130 bewirkt? Oder was hatten die jetzt für einen Sinn? Ich verstehe es nicht. Ob es vielleicht auch so ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich fahre damit ja nicht so oft. Aber was ich weiß, ist, dass der Bahnhof hier nie bedient wird. Nie. Aber er ist halt da. Zubewachsen. So, jetzt haben wir hier 5 Gleise. Okay, das Ende war wohl zum Abstellen. Sollte jetzt eigentlich wieder 2-gleisig werden, ja. So, Ansage bitte. Nächster Halt, Nünchritz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Warum hängt das Spiel? Danke. So lange Hänger hatte ich ja auch noch nie. Da kann es sein, dass ich hier aufnehme, ne? Und falls ihr wissen wollt, was ich für technische PC-Daten habe, da guckt ihr mal in die Videobeschreibung und steht das alles drin. So. Oh Scheiße. Das wäre mir verkacken. Ehe ihr mal bremst. Sanden. Kann ich wieder zurückfahren? Bitte. Kann ich, darf ich? Kann ich, darf ich? Oh Gott. Das war jetzt mal, ja, rückwärts. Warnblinker bitte einmal anmachen. Ja, komm. Beim Train Simulator wärst du instant durchgefallen, ne? Das hätte nicht als Halt gezählt. Aber die sind ja echt konsequent, die Leute. Tja, ne? Shame. Einfach nur shame. Wenn man zu viel labert, ne? Wie oft mir das in diesem Spiel schon passiert ist, das wollt ihr nicht wissen. Schlimmer als im Train Simulator. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Nee, das wollte ich jetzt nie. Ja gut. Ich hoffe nur, es ist nicht mehr so weit für die nächsten 2 Stationen.
Ja, ja, komm, PZB, geh mir auf die Eier. Ich soll mal speichern. Glaubitz ist gleich da. Ach ja, im Übrigen, das ist hier alles der Verkehrsverbund Oberelbe, also der VVU. Warum ich das erwähne, werdet ihr gleich erfahren, wenn wir nach dieser angekommen sind. Also wir können sagen, sobald wir 120 erreicht haben, können wir wieder voll abbremsen. Genau, so. Nächster Halt, Glaubitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So eine sanfte Bremsung hier. Jetzt kriegt man es aber hin, jetzt aber. Los. Es wird schön, die Bremsung. Also fast. Oh, nicht in die Notbremse. Wie oft denn noch? Meine Fresse, ey. Na, hab gesehen, die Siefer wollten nochmal auslösen. Nee, nie mit mir. Bitte achten Sie auf den Abstand zum Grundbahnsteigkartell. Ein Scheiß, ey. Obwohl, das stimmt ja sogar, ne? Wollen wir uns das mal genau angucken. Vor allem hier vorne. Wenn das denn noch als Bahnsteig gezählt hat. Was wir schon mal machen können, ist die Voransage. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Riesa. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. So, jetzt ist die Sache. Der Zug wird ja weiter nach Leipzig fahren. So, hier ist jetzt das Spiel erstmal zu Ende. Das heißt, es gibt auch die Endansage und bis dorthin muss ich versuchen vorzuspulen, damit es wieder hinhaut. Und ich bin zu schnell, ja. Habe ich auch gemerkt. Und damit es nicht allzu spät wird, fangen wir am besten jetzt schon mal an. Nächster Halt. Riesa, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Leipzig, Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Ja, das stimmt jetzt nicht, ne? Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Da was sollte bei Riesa eigentlich noch sagen? Letzter Halt im Verkehrsverbund Oberelbe. Aber gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Nächster Halt, Riesa,
Ausstieg in Fahrtrichtung weiß was ich. Letzte halt im VVO. Wir bedanken uns, bla bla bla. So. Um es kurz zu machen. Lieber nochmal speichern. Bitte was? Habt ihr eine 80 Vorwarntafel gesehen? Also ich nicht. Ich habe keine gesehen. Also. Na gut, dann fahren wir halt 45, das ist mir auch egal. Oder 40, geht auch. Ja, hier ist das Signal. Ja, das bringt's mir jetzt ja auch nicht mehr. Toll. Habt euch was super einfallen lassen. Echt. Toll. Ja. So. So, alle mal raus hier. Bis was, wir begeben uns auch mal nach draußen und öffnen mal die Türen erstmal. Ich würde sagen, das war's mit dem speziellen Let's Play. Wenn ihr mehr von Train Sim World 2 sehen wollt, dann lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Train Sim World oder anderes. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo. Wenn ihr benachrichtigt werden wollt, natürlich die Glocke an. Und ja, gute Arbeit. Damit sind ihr alle ihre Aufgaben an diesem Morgen hier abgeschlossen. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.
Ja, ups.